Willkommen zurück. Du am Trinken. Ja, wir spielen weiter. Wir sind immer noch in Aufnahmesession Nummer 4. Und sind jetzt wieder an der Stelle, wo wir gerade gestorben sind. Und werden diesmal nicht den Fehler machen, dass wir da lesen und denken, uns passiert nichts. Und ja, wir schauen mal. Habe ich schon beide Riegel gegessen? Was? Habe ich schon beide Riegel gegessen? Den Papieren abzuurteilen, ja. Mann. Okay, da ist irgendwas. Ich möchte ungern. Kostet so zwei Punkte. Stirbt da gerade jemand? Jetzt bewegt sich wieder auseinander. Da leben noch zwei Menschen vielleicht, wa? Okay. Ich gehe das jetzt ganz schnell durch, was da steht. Und dann gehe ich wieder in den Schrank rein und dann lesen wir das uns in Ruhe durch. Ich höre das schon wieder. Achso, ja, lass mal kurz labern. Ich habe ihnen gesagt, dass es schnell war, aber sie scheinen überzeugt, dass sie es einfangen können. Sie haben Netze. Ich werde draußen ein vorübergehendes Krankenzentrum aufbauen. Sie haben vorübergehend das Kommando. Lassen Sie Kuhlmann nicht rein, was er auch sagt. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass er sich in Gegenwart von Marshall Waits medizinisch selbst versorgt. So, so. Okay, so, gucken wir mal, was da jetzt stand. Nostromo Lux, der Vorfall. Lingard. Gott, kann ich noch schlechter lesen. Morley Lingard hier. Achso, Morley Lingard hier. Die Marshalls wollen, dass wir jetzt nach dem Vorfall die Krankenstation absperren. Sie schicken ein Team, um herauszufinden, was die Patienten eingeschleppt. Also, was die Patienten eingeschleppt. Eine Frau? Ja. Ach, wahrscheinlich unsere Mutter. Ja, nehm meine Mutter ist es nicht. Ich habe ihnen gesagt, dass es schnell war, aber sie scheinen überzeugt, dass sie es einfangen können. Sie haben Netze. Ja, mit Netzen, ich glaube nicht, dass man mit Netzen einfangen kann. Ich werde draußen ein vorübergehendes Krankenzentrum aufbauen. Sie haben vorübergehend das Kommando. Lassen Sie Coolman nicht. Ach so, ist ja das, was wir gehört haben gerade. Kannst du das nicht mal gleich sagen? Coolman, right. Warnender Arzt Dr. Coolman, Verdacht auf Hirnschäden. Schaden. Ja, sehr gut. Als Folge von Ersticken durch Erwürgen, keine Behandlung möglich. Bettenverschwendung, okay. Medizinische Auszeichnung 2. Behandelnde Ärztin Dr. Lingard. Akute Verätzung. Verätzung am Arm und Bein. Verätzung? Ja, magst du lesen? Habe ich doch gerade. Ja, dann bitte, lies das mal davor. Das ist doch irrelevant. Ja, davor, wenn du wirklich nicht lesen, hast du auch recht. Ja. Erstmal speichern, da hast du recht. Wow. Das war eine Anekdote aus einer vergangenen Folge. Ja. Das haben wir schon gelesen, ja, alles klar. So, jetzt ist ja die Frage. Aber doch, da war eine Tür gewesen, stimmt. Die habe ich ja. So. Oh, geh rein. Lag mich doch nicht mal wieder in den Schrank. Hier ist nichts. So, hat der hier irgendwas? Ein Sensor? Oh Gott, es kommt näher und näher und näher und näher und näher. Oh ja, näher. Jetzt kommt's aber wirklich. Na, wird er jetzt vorbeikommen? Und mal Hallo sagen? Zimmer auf. Mit der Blase. Du machst die Stimmung kaputt. Na Quatsch. Ich probiere dir doch nur deine Angst zu nehmen. Ja, ja. Du probierst dir selbst deine Angst zu nehmen. Nee. Nein. Okay, ich geh jetzt weiter. Seitdem ich weiß, wenn ich spiele, er mich nicht kriegt,
Ja, hab ich keine Angst mehr. Oder auch doch. Oder auch doch. Oder auch doch. Oder auch doch. So, ich will jetzt eigentlich gerne mal einen Speicherpunkt hier haben. Ganz, ganz ehrlich. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Oh, guck, hier ist eine Luke. Karte? Guck, da ist ein Toter. Oh oh. Oh oh. Oh, Luke mag ich eigentlich gar nicht, weil du ja gar nichts siehst. Warte mal, ist auf der Karte Speicher? Nee. Hä? Hä? Ich glaube von... Ah. Nee. Ah. Oh Gott. Wo sind wir denn jetzt hier bitte? Ah, wir scheinen richtig zu sein. Wo sind wir denn jetzt hier? Oh Gott, kommt der von hin? Oh, bitte speichern. Was ist denn das für ein Schachtsystem hier, ey? War auch kein Dings, ne? Da geht's hoch. Hier geht's auch hoch. Oder auch nicht. Oh, der ist über uns, oder? Oh. Da! Ach du Scheiße! Achso, rausklettern. Achso, rausklettern konnte ich ja eh nicht. Ach, fuck it, ey. Stand die direkt über uns. Hast du es nicht an dem Ding gezeigt? Da war 0,03. Ja, aber das war kein Ausschlag irgendwo. Deswegen dachte ich, da das Ding da unten eh gestört ist irgendwie. Okay. Nochmal eine kurze Pause, bis wir wieder unten spielen? Sind. Möchtest du? Nein. Die Leute möchten das bestimmt auch sehen, wie du spielst. Ja, ich mach das super, aber dann stelle ich dich in den Schatten, das will ich ja auch nicht. Bis später. Welcome back zu der ultimativen Sterbeshow. Wir sind jetzt wieder im Schrank. Mit einem kleinen Unterschied. Wir wurden entdeckt von den Menschen, die ja noch rumgeistern. Aber ich glaube, die haben uns verloren. Und ich werde das nochmal schnell. Das Ding hier durchklappern. Jetzt habe ich gerade eine Tür gehört. Morley, Lingard hier. Die Marshals wollen, dass wir jetzt nach dem Vorfall die Krankenstation absperren. Wir schicken einen Menschen heraus, dass sie das, was die Patientin eingeschleppt hat. Ich habe ihnen gesagt, dass es schnell war, aber sie scheinen überzeugt, da. Dass sie es einfangen können. Sie haben Netze. Oh. Ich werde draußen ein vorübergehendes Krankenzentrum aufbauen. Sie haben vorübergehend das Kommando. Lassen Sie Kuhlmann nicht rein, was er auch sagt. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass er sich in Gegenwart von Marshall Waits medizinisch selbst versorgt. Na, wer kommt da? Oh. Komm, Alien, jetzt kannst du abschlachten. Guck mal, die gucken sogar unten drunter. Oh, sind noch drei am Leben, ey. Psst. Was ist das für ein Bild hier? Da unten. Oh. Ja, das war halt eine Jugendsünde damals. Bist du das, ja? Ich dachte eigentlich du. Nee, Quatsch. Nee. Ich bin da oben mit meiner Familie.
Geht's hin? Wie ist da der Taste davon, weil du auf dieses Bild da gekickt hast und mich gleichzeitig mit abgelenkt hast? Hast. Du hast mich. Links und rechts von uns. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt ungern hier raus. Dann bleibt da noch etwas. Ein bisschen. Übergangspatienten müssen ihre Crewnummer und andere. Trink mal erstmal einen Schluck. Ananassaft. Aus dem Strohhalm. Ja? Machst besser. Du immer so, ne? Immer. Ja. Wo sind die denn? Jetzt klang das so, als wenn das von links kommt, ne? No. Ich finde, der piepert's auch, aber... Warte mal. Da ist doch gar nicht hin, außer der Raum da. Die sind ja jetzt wohl kaum da hochgegangen und dann wieder da runter, irgendwie. Meanster. Ja, Meanster. Yes, of course. Aber ich muss weitergehen. Ich würde aber gerne nochmal speichern. Wir haben übrigens wieder gespeichert. Nochmal. Ich guck mal ganz kurz hier noch. Da ist noch ein Schrank. Sieht erstmal ganz okay aus, ne? Ja. Da hinten ist noch jemand. Das sind die Menschen. Oh! Alle drei noch. Haben die mich gehört? Da lag doch gerade irgendwo was. Ja, geh nochmal. Dreh ich nochmal, dreh dich weiter. Kick mal da. Ah, hier. Das Kartending da haben. Ich soll sie mal verpissen. Oh Gott. Wow. Da war's wieder. Hat er uns gesehen? Mach dein Bein weg. Wow. Echt? Ja, sehe ich gerade gewählt, da war's wieder. Jetzt ist er wieder oben. Aber siehst du, da lang geht's auch. Oh, jetzt ist er irgendwo über uns. Oh ja. Und wie er über uns ist. Schrank. Fühle mich ein bisschen geborgen, ne? Wir gehen dann mal, also ich will die Karte da haben und dann gehen wir aber mal rechts lang, wo das Alien gerade rauskam. Irgendwo muss ja hier dann hier ein Speicherpunkt sein. Ich glaube, wir haben den vorhin einfach überrannt. Die Zahl geht da unten runter. Jetzt ist es aus. Jetzt aber? Nee. Jetzt kommt aber von da links. Geht nach oben. Okay, komm. Probieren's. Irgendwo wird ja schon nochmal ein Schrank sein in der Nähe. Oh. So. Alien oder? Bestimmt. Besuchern ist das Rauchen untersagt. Der ist oben. Okay, ich hol jetzt die Karte. Schnell, was hier ist. Geht's nicht weiter?
Boah, was ist das denn hier für ein Riesenraum? Speicher! Der Speicher! Yes! Oh mein Gott. Ich krieg grad einen halben Orgasmus hier. Du kannst live dabei sein. Ja. Und auch ihr. Okay, gut, wir haben gespeichert. Alles gut. So, wo sind wir denn jetzt? Ach, guck mal, jetzt sind... Ah, hätten wir gar nicht da runtergehen müssen. Vielleicht jetzt dann. Was ist das hier oben? Ambulanz-Anlegestation. Leiten Sie... Okay, wir müssen jetzt hier irgendwas aktivieren. Oh Gott. Okay, ist hier irgendwo was zum Verstecken? Ist irgendwo ein Schrank oder was? Nee, nicht. Ach, hier müssen wir nochmal. Oh Gott. Aber wir haben halt gespeichert. Okay. Keine Panik machen jetzt. So, ich glaube, jetzt haben wir das soweit erledigt, oder? Das ist laut, ey. Was? Ach du Scheiße. Was haben die für Augen? Blau oder rot? Die sehen noch ganz chillig aus. In dieser Anlage sind Synthetenkrankenpfleger tätig. Falls Sie lieber von einem Menschen versorgt werden wollen, melden Sie dies bitte. Ripley, alles in Ordnung? Ripley! Nicht jetzt! Okay, die sind wahrscheinlich nicht nett. Nee, ihr kriegt ja rote Augen, ne? Ja. Ich würde mal so viel gegen so einen Alien gerne kämpfen sehen. Oh Gott. Ah, hier ist ein Schacht. Ah, der ist rot. Ach, verdammte Scheiße. Ich muss hier wieder raus, ne? Ich hab grad das Alien gehört. Leiten Sie... Ach, habe ich immer noch nicht gemacht. Scheiße. Was ist das? Oh! Alien-Sapper. Alter, da gehe ich nicht lang. Das haben sie aber cool gemacht. Ist das immer, wenn ich da lang gehe? Die fahren da unten, wa? Oh, warte mal. Bin ja mal gespannt. Na? Was macht denn der da? Das sind ja seine Beine eingeschlafen. So machst du ja auch immer. Ich dachte, der Alien wird den jetzt so hochziehen. Ich muss ja da runter. Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahrenbringenden Stufe. Nerd. Hä? Ach da. Hui! Kommt die hier hoch? Ach, guck mal. Warten. Immer wenn wir hier in die Nähe gehen, dann sabbert es da aus dem Loch raus. Das heißt, wir kommen. Das ist wahrscheinlich so gemacht, dass man nicht zurück kann. Dass man hier irgendwas machen muss. Wisst ihr? Einmal Elektroschocker haben wir ja. Wollen Sie mehr über Sevastopols Sicherheitsvorschriften erfahren? Na, Alien, komm. Jetzt kommt's nicht. Jetzt, wenn er weg ist, kommt's zwischen wieder. So, ich geh mal wieder ran.
Oder auch nicht. Ach, da ist auch rot. Oh. Da kommen wir also auch nicht zurück. Oh oh. Oder? Ah, wir müssen jetzt echt. Müssen wir jetzt mit denen in Konfrontation? Der Elektroschocker müsste ja deren System eigentlich ausschalten, wenn es elektronische Maschinen sind. Na gut, du kannst es halt dennoch probieren, du hast da gerade erst abgespeichert. Ja, stimmt eigentlich. Warte mal. So, und dann? Ach. Ja, aber guck mal, das ist doch gar kein. Muss ich, wie kann ich denn das aktivieren? Wie war nochmal das Nachladen bei der Polizei? Bei der Polizei. Bei der Pistole. Was haben wir denn gedrückt gehabt? Oh, was? Warte mal. Ich guck mal ganz kurz in die Steuerung rein. Das war erst das irgendwie. Mit X. Da steht Nachladen. Ach, da. Mit X. Okay, probieren wir es mal. Oh. Wir behalten bitte heißen Auge, so dass sie nichts angeht. Ah. Okay. Also ich denke mal, wenn wir jetzt damit angreifen. Probieren wir es mal. Was soll schon passieren? Ist ja nur Ena, oder? No. Apollo und der Hemi-Android. Zusammenarbeit für eine sicherere und besser eingegliederte Sevastopol-Station. Na, guck mal, der hat gerade einen roten Augen. Guck mal. Kannst ja dennoch mal probieren, damit du. Wie du? Kick es dir an. Der macht aber gar nichts. Na dann. Ja, guck mal, der hat doch weiße Augen. Das sah aber vorhin echt so aus, als wenn der rote. Rote hat, ja. Ich beschützt. Ah, hier, guck mal. Ach so, wir müssen wieder. Ah. So, dann haben wir eben mal. Unten rechts. Ja, dann. Der hier. Nochmal? Achso. Also, was kommt da noch mit dem L hier hinterher? Tür ist offen. Okay. Okay. Ich probiere mal. Wow! Oh. Ach du Scheiße! Mann! Sollte man hier kommen mit dem Schlag? Okay, ich probiere mal zu speichern nochmal. Ich höre das Alien gerade. Sie haben uns. Okay, so. Wir müssen. Okay, wir haben gespeichert. Ah, wir müssen wieder. Ach ja, jetzt müssen wir wieder zurück. Klar, logisch. Aber wo kommt man denn dahin, wo wir vorhin waren? In dem Schacht? Das würde mich ja mal interessieren. Aber eigentlich wollen wir es auch nicht wissen, oder? Wir wollen eigentlich nur raus hier. Gibt er noch? Oh. Ja! Mama! Oh. Du bist nicht. Da hast du einen Schacht. Ach, gerade. Guck mal, wir können da gar nicht lang. Oder müssen wir hier komplett außen rum? Da ist nämlich zu jetzt die Tür. Ist wahrscheinlich hier lang jetzt. Ich da halt noch die Menschen. Hier lang? Oh, oh, ich hab das Alien. No! Du Scheiße. Na gut. Hast du dich mal wieder mit erschrocken? Nee, das war jetzt nur. Das ist die zur Unterhaltung. Du bist schon so eine Unterhaltung. Ob, war das jetzt gewollt? Ach, guck mal, das Sabbat.
Und wenn Sabbat, dürfen wir nicht unten durchgehen. War das jetzt ein Android oder war das ein Mensch? Oh, ja, Sabbat. Okay. Alles klar, darauf habe ich nicht geachtet. Die Sabbat ist doch lecker. So. Sabbat? Was muss man da auch noch achten oder was? Lecker viel. Sabbat hier, ne? Nee. Doch. Jetzt ja. Das war aber schlecht, ey. Kann ich auch? Oder kann ich am Rand vorbei? Probier's mal an. Ja, das geht. So, hier war vorhin hoch, ne? Quasi hier. Wo bin ich denn jetzt? Sabbat gucken, okay? Hey, was war das? Da drüben! Ach du Scheiße! Ah, hinter mir! Oh. Ach nee, jetzt so eine verkackten Menschen oder was? Oh, wie old ist das denn? Okay, nochmal. Aber wir wissen, dass wir am Rand vorbeigehen können. Wir haben angefangen gerade zu sabbern, ne? Okay, warte mal, ganz kurz einen Blick. Jetzt links rum. Und da oben stehen die Menschen.